Yo, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Myst Survival. Und wir machen uns jetzt auf in die Mine. Die Spitzhacke habe ich dabei. Ich, Vollhorst, habe mal wieder vergessen auf Aufnahme zu drücken. Jetzt habe ich es aber gecheckt. Ne? Also ich habe halt die Spitzhacke gemacht und mir nochmal einen neuen Fisch genommen. Mehr ist da nicht passiert. So, und jetzt geht's auf in die Mine. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Richtung das war, aber das finden wir halt raus. Die Straße geht ja eh mehr oder weniger im Kreis hier ringsrum. Ja, im Kreis nicht, ne, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wir müssen in die Richtung hier. Aber sicher bin ich mir nicht. Ah ja, ich wollte ja mal hier anhalten. Ja, sind wir ein bisschen gedriftet. Doch nicht schlimm. So, in der Tasche habe ich nichts, was irgendwie... Ja doch, das Fleisch. Das ist natürlich nicht so gut. Natürlich nicht so cool, ne? Das machen wir mal ganz schnell ins Auto. Zack, 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 zack. Dann stört das nicht mehr. Wir gehen mal zuerst hier gucken. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch was drin. Ansonsten ist hier keine Möglichkeit. Gut, aber hier könnten wir auffüllen, ne? Wir nehmen uns die Flasche einfach mal mit. Das ist ja auch kein Problem. Brauchen wir jetzt nicht hier im Regen rumwirtschaften. Ein paar Volle haben wir ja mit und das genügt uns ja erstmal. Oh, sehr schön. Weiter geht's. Ja gut, wir finden die Mine schon, ne? Die andere Richtung hätte vielleicht bloß ein bisschen kürzer sein können. Aber gut, egal. Ne, hier vorne ist es ja, ne? Ist es das? Ja, wir sind doch... Ne? Ne, das ist nicht die Mine, ne? Ist das die Mine? Mal, nee, das ist nicht die Mine, ne? Aber hier können wir auch mal reingucken. Aber ich hol mir mal sicherheitshalber einen Bleistift raus. Dann gucken wir mal auf die Map. Hier. Also das ist schon mal nicht... Hier ist die Mine, ne? Ja gut, dann müssen wir also noch weiter in die Richtung fahren. Genau.
Gut. Wir können ja mal einen vorsichtigen Blick hier rein riskieren, ne? Wenn wir jetzt erstmal hier sind. Kleine Planänderung, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm, weil neu ist es ja auch. Und neue Sachen sind halt immer interessant. Wir hatten hier ja mal ganz kurz reingeloopt. Und da haben mich ja die Infizierten vermöbelt. Gut, der brennt trotzdem Regen, ne? Kein Problem. Okay. Wo sind die anderen jetzt? Aus wie eine alte, da hinten eingestürzte. Lokstation, Bahnstation. Vielleicht hätte ich mir auch Batterien in die Taschenlampe machen sollen. Das wäre echt clever gewesen, ne? Oh Mann. Wieder irgendwas, was ich vergessen habe. Ärgert mich schon wieder ein bisschen. Hier ist auch noch irgendwas. Hier gibt es auf jeden Fall Gas. Und ein Molotow. Den nehmen wir uns dann mit. Die Flasche könnten wir uns auch mitnehmen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Handschuh. Was hat denn der für uns? Der Kopflose. Oh, ja, was für Essen auf jeden Fall. Muni. Na komm, Besi nehmen wir auch mit. Ist ja nicht so, dass wir Platzprobleme haben. Kiste hier können wir scheinbar mal nicht reingucken. Nee. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Noch mal da unten rein und dann holen wir uns die Gasflasche, wenn hier alles sauber ist. Hier unten vielleicht noch irgendjemand rumspecht. Da ist er. Habe ich doch gesehen vorhin. Oh, der. Naja. Kann ich immer guter Loot sein, ne? Das wäre ja auch vielleicht irgendwann mal langweilig. Aber das scheint es gewesen zu sein. Metal Scraps. Oh, da ist er noch. Ah! Voller Schrock. Der sah auch hässlich aus. Haben wir auch noch so eine Flasche. Ja gut, da könnten wir uns die vielleicht auch noch mitnehmen. Schaffen wir die gleich mal fix raus. Warte mal, irgendwie
doch hier unten raus, oder? Genau. Das funktioniert. So, ich hole dann auch fix die anderen Gasflaschen. Und dann geht's weiter zur Mine. Jetzt. Die spawnen ganz schön schnell nach, ne? Wie es aussieht. Streichhölzer. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit, einfach weil wir was können. Da geht doch ein ganzes Stück. Also ist schon nicht klein die Location hier, ne? Ja, hier sind wir ja damals jämmerlich verreckt. Und dann, wo es mal geklappt hat mit dem Neuladen und es war keiner in dem Moment da, war ja dann das Problem, dass wir außerhalb der Karte irgendwo gespawnt sind. Das war schon ein bisschen gruselig, aber wir haben dann auch den richtigen Weg wieder gefunden. Wir sind also wieder auf die richtige Map gekommen. Hat funktioniert, schon eine Weile her. So. Die Kleine noch und dann haben wir's. Dann haben wir uns das auch gleich mal angeguckt hier. Können wir da erstmal einen Haken ran machen? Was ist denn hier? Hier komme ich nicht rein, oder? Warte mal. Muss ich jetzt nochmal checken? Nee. Nee, ich glaube, im Tunnel war auch so eine Tür, die haben wir, glaube ich, auch nicht aufbekommen. Ah, hier, guck mal, hat das schon die ganze Zeit da gelegen? Bin ich blind? Nee, das hat nicht schon die ganze Zeit hier gelegen, ne? Kann sein, dass ich es einfach übersehen habe, aber muss eben auch nicht. Aber wahrscheinlich ist es, dass es schon da lag, ne? Ich hab's einfach nicht gesehen. Was soll's? Besser später als nie. So, dann müssen wir jetzt weiter in Fahrtrichtung nach links. In Fahrtrichtung nach links, ja. Naja, stimmt ja irgendwie, ne? Hier ist ja das Sägewerk. Ja genau, wir wollen uns ja das Auto auch noch holen, den Jeep. Hier geht es ja nochmal hoch zum Jagdgebiet. Gut, hier ist die Mine, ne? Hier sind wir richtig. Definitiv. Schon mal ein bisschen was aufgesammelt. So. Ich glaube, so können wir stehen bleiben.
Aber hier draußen, glaube ich, liegt nichts mehr. Ne? Ich räume erstmal kurz das Inventar noch auf. So, dann ist das aufgeräumt. Dann gucken wir mal, ob wir die Fackel wieder hinbekommen. Nee. Nee, die kann ich gar nicht nehmen, ne? Okay, dann können wir die auch wegflacken eigentlich. In der Mine wird es halt dunkel sein, ne? Ich hätte Batterien mitnehmen sollen. Hier können wir nichts machen, ne? Und hier scheint auch nichts nachgespawnt zu sein. Guten Stuff. Oh, Molotow. Was haben wir hier? Schuhe! Sehr gut. Jetzt haben wir die Taschen schon gleich wieder voll. Mal, kommen wir da unten rein? Oder nee, ich glaube, I don't know. Wie war denn das? Habt ihr gerade gesehen, dass hier ein Helm gelegen hat? Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier oben schon mal gucken war. Geht das überhaupt? Ich glaube nicht. Ne? Das ist ein Stein. Hier haben wir auch noch mal Gas. Gut, dann wird der Ungang da unten sein. Ne? Der Eingang natürlich. Hier heile runter oder sollte ich lieber hier lang gehen? Das ist, glaube ich, die sichere Strecke, ne? Die sichere Variante. Ich hoffe, ich komme überhaupt hier rein. Aber irgendwie muss es ja gehen, ne? Von der Helligkeit geht es ja bis jetzt noch. Aber legit kein Infizierter, der mir mal jetzt irgendwie eine Platine gedroppt hat, ne? Guck mal, hier haben wir schon die ersten Erze. Sorry, die ersten Erze. Was ist denn hier? Erze. Die Tierte sehe ich bis jetzt noch nicht. Was ja nicht so verkehrt ist. Wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir ja die Töpfe auch einschmelzen, ne? Aber hier scheint sonst erstmal auch nichts weiter zu sein. Ich schaffe das jetzt nochmal fix raus, weil uns das ja schwer macht. Und ich schaue nochmal vorsichtshalber, ob wir uns eventuell eine Fackel machen können. Aber da bräuchten wir natürlich
Ja, da bräuchten wir natürlich auch Sticks, ne? Und die haben wir jetzt, glaube ich, nicht am Start. Von den Ressourcen her. Hm. Hier geht's aber. So, entleeren wir uns noch einmal. Und wir könnten eigentlich auch gleich da runterfahren, ne? So, hier ist voll. Ratzfatz, ne? Hier ist 0,0. Naja, nehmen wir einfach mal mit. Rausschmeißen können wir es immer noch. So, ich denke mal, dass wir uns jetzt ja, 4 Stück, ne? Das könnten wir uns eigentlich machen. Aber Stoff. Haben wir nicht. Ja, hier haben wir sogar Stoff. Das müsste eigentlich gehen, ne? Das müsste funktionieren. Wir trinken dann auch noch mal was und essen was. Dann werden ja auch wieder Slots frei hier auf unserer Ladefläche. Raus hier, zack. Naja, soll es eigentlich nicht entfallen, aber egal. So. Nehmen wir die halt nochmal. Machen das jetzt richtig. So, weg damit. In die Pfütze. Gut. Essen. Ja, die Dosen halten sich länger, ne? Da essen wir erstmal den Fisch. Ein Stück können wir noch. Sehr gut. Und dann sollten wir uns auch die Spitzhacke ins schnellen Metall legen. Dann nehmen wir die erstmal raus. So, und ich muss Sticks machen. Was brauche ich denn für eine Fackel? Tiere. Na gut, haut ja genau hin. Glück gehabt, ne? So, die haben wir. Dann können wir uns hier die Fackel machen. Schon wieder 4. Zeit vergeht aber auch. Er fliegt, besser gesagt. So, zurück damit. Die nehmen wir uns hier hin. Ja, okay, da muss ich aber den Flammenwerfer weglegen, ne? Ja gut, wir versuchen erstmal so klar zu kommen, beziehungsweise erstmal haben wir ja auch den gesehen. So, wir fahren gleich runter, würde ich sagen. Obwohl, so richtig runter kommen wir gar nicht. Ne? Ja, komm, dann bleiben wir lieber hier stehen, oder? Hier mal irgendwie umkippen oder sowas. Let's go! Jetzt wird Erz abgebaut. Alles soweit aufgeräumt. Die Spitzhacke muss ich natürlich auch noch reinnehmen hier, ne? So, dann geht das los. Die können wir zurück zu mitnehmen. Wollen wir vorhin gucken,
Obwohl, da sind ja auch Erze, ne? Da waren hier nicht gerade noch... Naja. Das ist Zink. Vorhin hat hier mehr gelegen. Nee, das war hier gewesen. Alles gut. Was haben wir hier? Iron. Sehr gut. Ich glaube, die brauchen wir ja für die Reparaturwerkbank, ne? Deswegen haben wir uns ja auch in erster Linie jetzt dafür entschieden, für die Schmiede und für die Mine jetzt. Was ist denn das für ein Blödsinn hier? Jetzt geht's. Was war das? Salpeter. Salpiotr. Okay. Hat der vielleicht eine Platine für mich? Nein, der hat gar nichts. Wie viel wiegen wir eigentlich? Ja gut, eigentlich könnte man den Stuff schon wegschaffen, ne? Oh, hier liegt noch was. Brass Ore. Ja, eigentlich würden wir mit dem Auto hier runterkommen, ne? Aber gut. So. Komm, ich würde sagen, wir packen den hier mit Erz voll. Hier. Mit, die wiegt auch 5,57. Die legen wir mal hier mit rein. Da wechseln wir nachher. Da legen wir dann die Spitzhacke dazu und nehmen die Knarre wieder raus. So, der Sprit, das ist natürlich auch nicht gerade leicht, ne? Ah. Wie viel wiegt das hier? 6 Liter. Gut, das sind auch 6 Kilo, ne? Tja. Aber wenn wir die Fackel mit haben... 3 Kilo... Eigentlich müsste die ja erstmal getränkt sein. So, dann haben wir schon wieder 10 Kilo mehr hier zur Verfügung. Also haben wir doch Infizierte drinnen. Das hier.
Instrument und so, aber sonst. Matchbox required. Ach so, wir brauchen ja Streichhölzer. Naja. Gut, hier scheint aber nichts weiter zu sein, außer Zement und Steine. So, bauen wir den erstmal ab hier. Auch wieder Salpeter, ne? So. Oh, da ist er noch. Alter, scheiß die Wand dann. Ich könnte Leo auch auf die hetzen, ne, aber. Natürlich hier brauchen. So, ich glaube, die Flaschen, die lassen wir jetzt hier, ne? Sind 1,05 Kilo, die wir nicht brauchen. Blödsinn. So. Was gibt es denn hier? Das sieht spannend aus, aber. Ich denke mal, da sollten wir uns doch eine Fackel mitnehmen. Man sieht hier halt gar nichts. Alter, der hat nochmal eine Rückwärtsseite gemacht. Okay, Pump-Muni nehmen wir gerne und Schminkkästchen, ja, nehmen wir auch mit. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen das hier nochmal rausschaffen und dann stecken wir uns eine Fackel ein, ne? Weil ansonsten wird es hier doch irgendwann kritisch und bei YouTube sieht man ja dann gar nichts. Ganz schön viele Gänge, ne? Und ich würde fast sagen, dass wir dann hier in der nächsten Folge weitermachen, ne? Genau. Dass wir hier in der nächsten Folge weitermachen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf wie ich. Dann müssten die Erze theoretisch auch wieder neu spawnen. Wenn ich da neu ins Spiel reingehe. Ja. Ich glaube, das sollte schon machbar sein. Ich möchte bloß nicht den ganzen Sprit einstecken, ne? Die ganzen 9, noch was Kilo. Finde ich jetzt irgendwie nicht so. Ich hätte Batterien mitnehmen sollen. Bin aber auch ein Fallhorst. Naja, gut. Vielleicht finden wir ja drinnen welche. Hier haben wir sogar noch 28,63. Aber das wollen wir natürlich erst gar nicht. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Da bin ich stehen geblieben. Und wenn das so ist und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Ne? Ihr wisst das ja.
kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du das noch nicht getan hast, um nichts Neues zu verpassen. Und wenn du zusätzlich aufs Glöckchen tippst, dann wirst du über jede Neuigkeit informiert, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und das alles ist völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick für dich. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens. Oh!